Leute. Ride out zu Ende. Die letzten drei Überlebenden noch. Zwei Stück sind noch hinter mir. Und zwar GT Matze ist noch da. Und der gute Christian aus Leipzig. Wir fahren jetzt zum Campingplatz, wo auch noch ein Twitch-Freund von mir wartet, der eigentlich auch gern beim Ride Out dabei gewesen wäre, aber Schulterprobleme hat und kein Motorrad fahren kann. Aber der hat sich trotzdem auf den Weg gemacht, auch da aus Paderborner Ecke ungefähr, um ja, hier zu zelten. Er wartet schon auf uns. Leute, es war ein sehr geiler Ride-Out. Ich habe mich gefreut, dass so viele Leute da, da waren. Und ja, ich fand es einfach mega, Leute. Einfach gute Leute. Ich fand es auch so krass. Ich wurde dann erstmal nach einem Foto gefragt. Fand ich cool. Ja, der mag mich anscheinend. Finde ich gut. War auch ein sehr netter Mann, der mich nach einem Foto gefragt hat. Der auch mitgefahren ist. Und ich hoffe, bis beim nächsten Mal auch wieder dabei. Solche sympathische Menschen mag ich. Vor allen Dingen, was ich sehr, sehr cool fand, als wir losgefahren sind und dann an meiner Unfallstelle war, habe ich ja heute im Video ja noch gesagt, guck mal, jetzt fahrt ihr alle meine Unfallstelle vorbei. Als wir dann angehalten haben, weil Michael, aka die Sackratte, der kleine Sackratte, ein Problem hatte mit seinem Motorrad, dann standen wir da und dann kam der auf mich zu, hör mal, ist ja voll cool, nicht nur, dass ich dich jetzt auch mal selber kennenlerne, dein Eisenschwein, sondern auch die Strecken, wo du fährst und deine Unfallstelle sind wir ja lang gefahren und das da hört sich jetzt vielleicht schwul an oder so, aber schwul will ich jetzt nicht sagen, aber das fand ich schon geil. Das hat einen so ein bisschen berührt, dass da Leute sind, die wirklich deine Videos gucken und Dinge dann auch wiedererkennen. Das finde ich geil. Sowas finde ich geil. Und genau das sind die Leute, die ich bei mir auf so einer Fahrt haben will. Perfekt. Ich danke euch dafür. Danke euch dafür, dass ihr meinen Scheiß guckt, den ich hier fabriziere. Und ja, so auch auf mich zukommen. Weil ihr kennt mich alle und ich kenne euch nicht. Gut, den einen oder anderen kenne ich schon von letztes Jahr. Aber ich finde es einfach geil, wie das läuft. Jetzt hinter den Kollegen mal von hinten. Der Gute aus Leipzig. Einfach nur geil. Ich bin wieder überwältigt, Leute. Und jetzt werde ich den Abend noch schön gemütlich ausklingen lassen. Da werde ich bestimmt auch mal die Kamera anmachen. Zur später Stund. Und das der GT Matze fährt jetzt nach Hause. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Auf jeden Fall. Ich dachte schon, der fährt vorbei. Ach, wieder falsch gefahren. Nee, ich fahr nirgendwo hin jetzt. Aber ich finde, von der Größe her geht das bei ihm. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Ich finde, der passt ganz gut. Ich glaube, ich sitze auch nicht anders da drauf. Auf meiner. Ja, und die verbraucht anscheinend wohl auch verdammt wenig. Das heißt, für die große Strecke hat er dann verhältnismäßig wenig Geld ausgeben müssen.
wenn ich überlege, ich würde jetzt mit meinen Eisenschweine runterfahren. Die verbraucht, glaube ich, mehr als doppelt so viel. Gerade bei den heutigen Spritpreisen. Einfach nur geil, wie es heute gelaufen ist. Auf jeden Fall noch ein i-Tüpfelchen zum letzten Jahr. Letztes Jahr war geil, dieses Jahr war geil. Sind ein paar neue Gesichter aufgetaucht, wo man aber schon, sage ich mal, mit in Kontakt stand. Oder auch Gesichter, ja, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, auf jeden Fall. Natürlich sind auch welche nicht gekommen, die geschrieben haben, dass sie kommen. Das ist ganz normal, da bin ich auch niemandem böse. Und was ist? Ein Scheißdreck ist! Wetter sah auch anfangs überhaupt nicht gut aus, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es hat alles gut funktioniert. Wir waren 14 Mopeds. 14 Leute, die meine Videos gucken. Und das ist alles, was ich will. Kuss geht an jeden einzelnen von euch da draußen. So, hier ist jetzt der Campingplatz, Zeltplatz oder was. Ich glaube, da ist der eigentliche Campingplatz. Hier sind die Zeltwiesen. Und wir machen uns jetzt einen gemütlichen Abend, Leute. Ich hoffe, das hält. So Leute, Whiteout ist fertig. Ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz mit Christian. Genau, Christian und noch einem Twitch-Kollegen. Und wir machen jetzt hier schöne Charts-Musik, habe ich gehört. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und da haben wir so ganz lustige kleine Grills. Der sieht kleiner aus, als er ist. Nein, der ist wirklich klein. Ein bisschen verbranntes Fleisch. Alles klar, wir lassen den Abend ausklingen. Vielleicht mache ich später nochmal die Kamera an. Aha. Nicht lange. Ist schon an, oder? Ja, klar. Und nur ein Knopf, dann nicht diese Frau auf. Ja, gut, dass wir drauf haben. Er rennt sein Zelt einfach um. Fast Nacht, Chrom muss glänzen. Fast Nacht und der fängt an mit dem Lappen seinen Motorrad sauber zu machen. Prost. Chrom muss glänzen. Ja. So Leute, erstmal wunderschönen guten Morgen. Zelten war geil, hab gut geschlafen. Einen sehr, sehr schönen Abend mit Christian und Markus verbracht. Christian ist jetzt auch auf dem Weg nach Hause, hat ja die weite Strecke nach Leipzig. Ich kann nur noch mal sagen, war sehr geil, geile Aktion, dass du so weit gefahren bist mit deiner kleinen Schupper. Und auch so hat alles einfach nur perfekt gepasst, menschlich und so, auf einer Wellenlänge. Und das habe ich ja gestern schon gesagt, also jetzt auch in dem Video für euch, wo die Leute halt alle gestern da waren beim Rideout. Einfach alles perfekt gelaufen. Ich bin mega happy und zufrieden. Und freue mich definitiv aufs nächste Mal. Und freue mich auch wieder, dich wiederzusehen. Christian, das kriegen wir mit Sicherheit auch mal wieder hin.
Vielleicht komme ich mal nach Leipzig runter. Oder nicht vielleicht, irgendwann auf jeden Fall. Oh, ist meine Frau jetzt noch hinter uns? Hinter mir, weiß ich nicht. Ja, gestern noch gemütlich am Feuer verbracht und gegrillt, ein paar Bierchen getrunken, Benzingespräche, Musikgespräche, auch ein paar Gaminggespräche, weil war ja ein Twitch-Freund war ja da und heute bei solchen Aktionen, da fühle ich mich echt geehrt und manchmal fehlen mir da die Worte, wenn ich so drüber nachdenke. Es ist nicht selbstverständlich, so wie das alles so passiert. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute. In dem Sinne, ja, mache ich das Video jetzt aus oder Ende oder was auch immer. Ich fahre jetzt gemütlich nach Hause, dann werden erstmal die ganzen Sachen ausgepackt. Ich habe diesmal das Privileg, dass ich Zelt und das alles nicht auf Motorrad mitschleppen muss, wie sonst immer. Weil das ist für mich ja jetzt hier ein Heimspiel. Ey, schöner kleiner Baum, der gefällt mir da. Kann ich den mitnehmen? Nee, geil. Einfach nur geil. Geilen Tag gehabt mit euch, Jungs. War super, super, super auf jeden Fall. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!